Oh mein Gott, Timmy. Das höre ich raus. Das ist der Timmy, wenn er Durchfall hat. Ich höre es raus, Timmy! Ich sehe es kommen, dass mich gleich irgendwas anspringt. Und ich hätte nur eine Taschenlampe da und vielleicht auch Tampons im Rucksack. Das war's. Shit. Die Waffen einer Frau. Willkommen bei Through the Woods. Durch das Schwein. Ihr habt mir dieses Spiel auch über Facebook ans Herz gelegt. Ihr meintet, ich soll das unbedingt mal antesten. Scheinbar gibt es einige unter euch, denen es echt gefällt, wenn ich so ein bisschen was ruhigeres spiele, vielleicht auch was gruseliges und ich mich dabei einscheiße. Wo ist hier das Menü? Witze fake, man. Witze fake. When I saw Espen's jacket there on the ground, it felt like something inside me broke. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me and I let him down, as I had so many times before. I promised myself I would find him and bring him back. I just hoped that was a promise I could keep. Sie hat ihren Sohn verloren und sie ist ziemlich schreckhaft. Da hinten raschelt was. Hä? Hinter dir! Der ganze Wald sieht ziemlich einladend aus. Ich meine, gut, es ist Nacht. Okay. Aber guck doch mal. Da sind ganz viele Bäume, die voll heftig wackeln. Ich war früher ziemlich lange bei der Waldhüterei und habe Parkinson bei Bäumen behandelt. Aber wenn man da nicht früh genug rangeht, das wird nichts. Guck mal, der sieht gut aus. Aber der... Nee, nee, ist zu spät. Okay, komm, wir gehen mal hier hin. Madame, tut das nicht weh? Was war denn das? Ist der nicht gestanden? Nee, alles gut. Aber es ist ein riesiges Tor. Ich bin gespannt, was sich da hinten dran verbirgt. Denn so als Frau, gerade in heutiger Zeit, ja? Also im Jahre 2016, als Frau alleine. Da brauchst du direkt so eine Vergewaltigungsbeihilfe, sonst hast du keine Chance. Wie sollen dich die Vergewaltiger sonst finden? Was haben wir denn hier? Oh nein, oder? Ist es wirklich die Mirkenstadt? Das hier ist so Silent Hill-mäßig, oder was? Oh komm, ich erschrecke jetzt aber echt ungern. Warte mal. Es hört sich doch schon wieder so an, als würde mich hier gleich jemand richtig zerfisten. So brutal von hinten. Na gut, ich bin immerhin eine Frau, das ist nicht so schlimm. Und die ist sogar noch mittelmäßig hübsch, oder? Guck mal da. Timmy. Timmy, wo bist du? Timmy? Timmy, so hieß ihr Sohn, ne? Ich meine, sie ist blond, Amerikanerin. Ihr Sohn kann eigentlich nur Timmy oder Jonathan heißen, oder? Max. Oh, das ist aber ein schönes Kinderbett. Sowas hätte ich damals aber auch gerne gehabt. Timmy, komm, komm zu Mutti. Timmy. Oh, die Tür. Timmy, komm aus dem Bett. Wenn ich damals weggelaufen bin, Alter, meine Mutter ist ausgerastet. Timmy, where the fuck are you? So wär's ungefähr bei mir gewesen. Und ich bin eigentlich fast nie weggelaufen, ne? Ich war ein braves Kind, muss man schon sagen. Was sollte auch groß passieren? Ich meine, hier ist eigentlich nichts, woran sich ein Kind irgendwie verletzen könnte, was gefährlich werden könnte für ein Kind. Von daher ist es eigentlich... Timmy! Hello? Wer ruft da wie jemand, der... Klingt wie ich, oder war das die Frau selbst? Das war die Frau selbst, ne? Okay, okay. Da ist doch jemand am Keulen. Lass uns mal hier reingehen. Ja. Erstmal durchs Fenster linsen. Okay. Ah. Was ist das hier für eine uralte Festung mit Schwerter und einem Helm? Hier wohnt doch bestimmt irgendwo ein Penner. Shit, shit, Mann, hier, das ist voll... Was ist mit dem Mond passiert? Da fehlt doch ein Stück. Ey Leute, jetzt ohne Witz, so richtig, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Viel mehr Angst über diesem Freddy-Ding, weil ich wusste, was halt kommt. Also ich dachte mir, dass die Puppe natürlich kommt, was sonst? Aber hier ist es schon so ein bisschen tragisch, ne? Da könnte man ja möglicherweise auch so ein bisschen erschreckt werden, so von sich aus. Gute Architektur, ne? 20. Jahrhundert, sehe ich direkt gotisch. Renaissance. Timmy. Dass Timmy aber auch immer hier spielen muss in der alten verlassenen Geisterstadt. Warum kann er nicht auf dem beleuchteten Kinderspielplatz spielen, hä? Was ist da los? Das ist doch immer das Gleiche mit Kindern. Komm, wir gehen in das Loch da rein. Sieht voll gruselig aus. Ja, ich bin dabei. Blub, blub, beide weg. Für immer. Was soll man da noch sagen als Krähe? Als Rabenmutter? Nicht viel. Nicht viel. Sag ich mal. Nicht viel. Hallo? Timmy, hast du wieder irgendwelche Helme angezogen? Ja. Er kann schon schreiben. Thorstein. The old bastard came to the village yesterday. Das ist doch verwackelt. Craven Horson took Jimmy's boy away. The bastard. No one saw him come. The boy didn't make a sound. We'd all a mind to go up there at last and put an end to this for the gates. The cursed gates won't open to those such as us. Okay. Warum muss ich das mit dem Controller spielen? Okay, gut, ich hab's jetzt eingepackt. Na super. Scheiße, Karl, ich mach ein neues Kind. Ach komm, wir müssen ran. Wir müssen ran. Jimmy, wenn du mich hören kannst. Komm einfach her, ich warte hier. Oh Mann, ey. Ich wäre echt eine schlechte Mutter. Guck dir das an. Das sieht doch schon schlecht aus, irgendwie, dieses ganze Ding. Das wackelt doch schon so komisch. Okay, wenigstens ist keiner hinten dran. Was passiert? Alter. Nein, jetzt geht's auf. Okay, wir gehen weg, greifen immer noch zu.
Warum macht sie das alleine? Warum holt sie nicht irgendwie 100 Freundinnen mit, die sagen, hey, komm, wir gehen irgendwie aufs Land und so, da gibt's auch Schuhe. Alle, oh, Schuhe, was? Aber nein, sie muss alleine gehen, nackt. Oh, shit. Hello? Is someone there? Die Tür ist zugefallen, die Fronttür. Kann ich jetzt wieder raus? Wahrscheinlich nicht, ne? War ja klar, dass diese verschlossen bleibt, diese Tür. Hier stehen Kerzen, die muss jemand angezündet haben. Vielleicht war es Klein Frosch. Wer bewegt sich denn da hinten? Ist es ein Ficker? Ist es ein Drecksack, der sich da bewegt? Ich habe vor allem etwas Muffensausen, dass die Leistung einbricht, wenn irgendwas Hektisches passiert. Das Spiel läuft irgendwie nicht so ultra stabil. Möglicherweise muss ich die Grafik noch etwas runterstellen. Timmy, hast du dich wieder hier oben versteckt beim Pfarrer, ne? Ja, ja. Er war früher nämlich Messdiener, ne? Hat wie immer beim Pfarrer, hat ihm ausgeholfen. Ihr wisst, wie das sein kann als Messdiener. Sind hier irgendwelche Aufzeichnungen? Ah. And the war long ago, this said you could hear the terror of Ragnarok all around, even as our people are brought here to safely. The earth shook, huge structures of Asgrey fell from the sky over by the mountain we now call Warkfield. Fenrir killed Odin. Alter, hat da was geklopft. Ich meine, gut, es scheint nach so einer nordischen Geschichte auszusehen hier. So sieht's ja eigentlich auch aus. Groß, blond, blauäugig wahrscheinlich, ne? Typisch deutsch, ne Quatsch, also... Kann ich hier durch? Nein, kann ich natürlich nicht. Spricht nicht fürs Spiel, ne? Wir gehen wieder runter und pirschen jetzt eben mal hervor. Ich möchte jetzt einfach mal knallhart sehen, wo die Party abgeht. Hallo? Party? Nee, jetzt, oder? Madam, geht's Ihnen gut? Ah, fuck, Mann. Klarer Fall. Die ist verhungert. Ah. In diesen Aufzeichnungen ist ja auf jeden Fall so altes Englisch mit drin. Ich nehme an, das soll zeigen, dass das hier eine etwas ältere Geschichte ist, dieses ganze Kaff. Ich gehe jetzt raus. Hallo? Hey! Goddammit, who's there? Where's my son? Hat das gehört? Da drin hat es eben, da wo ich herkam, hat es Geräusche gemacht. Okay, sie ist schon so ein bisschen furios unterwegs. Goddammit, where's my son, dude? Okay, offenes Areal. Gut für uns zum Davonrennen. Der Stein hier, der wird's. Wir haben es noch im Griff. Noch haben wir es im Griff. Na super. Da ist Ziegenkopf oben drauf. Ist ja widerlich. Timmy! Das gibt kein Abendessen für dich, mein Sohn. Nein. Was war das für ein ekliges Geräusch? Alter, wir sind eine kleine blonde Frau. Ja? Die anscheinend einen zu kurzen Hals hat. Und jetzt kommt hier irgendwie gleich so ein Jaguar oder so gesprungen, wie es eben klang. Bin ich sowas von nicht dabei? Hallo? Timmy? I need my fucking son! Ich brauche meinen verfickten Sohn. Oh Mann, das kann ja noch was werden. Ich sehe es kommen, dass mich gleich irgendwas anspringt und ich hätte nur eine Taschenlampe da und vielleicht auch Tampons im Rucksack. Das war's. Shit. Die war von einer Frau. Was ist mit dem Mond passiert? Wer hat ihn zerschossen? Oh mein Gott, Timmy. Das höre ich raus. Das ist der Timmy, wenn er Durchfall hat. Ich höre es raus, Timmy! Ich glaube, die Mütter können ihre Kinder auch an anderen Geräuschen erkennen, wie jetzt einfach nur sprechen. Wenn ein Kind aufstößt, kann das eine Mutter verstehen und sagen, ja, das ist meine Drecksau, oder geht das eher nicht? Wie ist da so die muttrige Geschichte? Sind Männer wirklich so schlecht bei der ganzen Sache? Geht ein Mann in die Kindertagesstätte, holt einfach irgendein Kind nach Hause und sagt, hier ist unser Kind. Die Mutter sagt, Moment mal, hat er schon aufgestoßen? Ich weiß es nicht. Das, hier... Das ist es, Zauberei. So, das danken wir jetzt mit dem Spiel. Mürkstadt. Wir müssen wohl nach Mürkstadt. In Mürkstadt geht, soweit ich weiß, die Party ab. Da sind die Milfs zu Hause und wir sind ja auch eine Milf, ne? Guckt euch an. Richtig milfig unterwegs. Man kann jetzt sich hier den Arsch nicht angucken. What? Dude, what? Spricht überhaupt nicht fürs Spiel. Ach, das ist doch ganz, ganz unangenehm, was jetzt hier gleich passiert. Ich fühl's schon in meinen Knochen. Pass auf, ich renne einfach. Ist mir egal. Ist mir egal. Hab keinen Sohn. Ist mir egal. Nein! Was machst du hier? Nein. Nee. Das kann nicht sein. Halt die Fresse, wenn du jetzt anfängst zu rennen.